Zwillinge waren nicht ursprünglich immer geplant. Wir haben einmal auch einen älteren und einen jüngeren Bruder ins Drehbuch geschrieben. Der Severin hat einen jüngeren Bruder, allerdings seid ihr immer für Zwillinge gehalten worden oder immer Ja, wieder. wir haben immer von der, die Mama hat uns immer das gleiche Gewand gekauft, in der Hoffnung, dass wir dann nicht, dass sich nicht einer benachteiligt fühlt. Was genau das Gegenteil irgendwie hervorgerufen hat, dass wir total eifersüchtig aufeinander waren, wenn wir so gleich behandelt waren und jeder das Gefühl hat, er muss jetzt irgendwie vielleicht sich hervortun, weil er quasi, wie uns vorkommen, sind wie der gleiche Mensch. Und irgendwie, das war vielleicht so dann die Frage, was macht einen selber aus oder was macht einen Menschen irgendwie einzigartig oder was bestimmt deine Identität? Und ich habe mich da schon tatsächlich irgendwie ein bisschen in der Identität so beunruhigt gefühlt, wenn man völlig gleich behandelt wird und alles immer gleich kriegt und der andere darf immer das Gleiche und der mag dann auch noch das gleiche Essen und die gleichen Filme. Das hat mich irgendwie beunruhigt, immer schon. Ich finde, Zwillinge sind das perfekte Bild quasi für Fragen nach Identität, weil sie sozusagen gleich ausschauen und im Bild ja meistens auch sehr beunruhigend sind. Oder in der Filmgeschichte sozusagen Zwillinge stehen meistens für was sehr Unheimliches. Ja, weil sie sozusagen äußerlich sozusagen, weiß ich nicht, so Spiegelbilder sind und innerlich weiß man nicht, was in ihnen vorgeht. Sie sind eben nicht gleich. Also Ja, man kann ihnen irgendwie nicht trauen, wenn man die ganze Zeit, man kann befürchten, dass sie einen mehr oder weniger reinlegen oder man weiß nicht, mit wem man es zu tun hat und ob es die gleiche oder anders oder man muss denen vielleicht vertrauen oder glauben, wenn man sie von selber nicht unterscheiden kann, weiß ich nicht.